Kann ich Ihnen helfen, Miss? Was können Sie mir denn über den Wahrsagespiegel erzählen? Ach, der gehörte dem Alchemisten und elisabethanischen Teilzeitspion Dr. John Dee. Sir Francis Drake brachte ihn aus der neuen Welt mit und schenkte ihm die. Er stammt aus der Maya-Kultur. Ist das schon das, was wir suchen? Was ist ein Wahrsagespiegel? Naja, so eine Art Kristallkugel. Nur, dass man nichts darin sieht. Offenbar hatte Dee einen Partner, das hier, oder was? Spiegel mit den Engeln redete. Wenn Sie mich fragen, hat er einfach völlig einen an der Kappe. Haben Sie jemals von einem englischen Schiffskapitän gehört, der El Draco hieß? El Draco? Klingt nicht gerade sehr englisch. Ja, der Drake dann wahrscheinlich, oder? Die Spanier genannt. Das war etwa in der Zeit der Konquistadoren. Im 16. Jahrhundert? Ach, dann weiß ich, so haben die Spanier Sir Francis Drake genannt. Francis Drake? Haben Sie irgendetwas hier, was ihm gehört? Allerdings, junge Dame. Wir haben ein paar Artefakte hier, die er von einer seiner Reisen mitgebracht hat. Er sieht dem Kojotenstein überhaupt nicht ähnlich. Dieser Stein hier sieht aus wie ein kleiner, schwarzer Rasierspiegel. Ist der Wahrsagespiegel das einzige Stück aus Obsidian, das Drake Dee geschenkt hat? Komisch, dass Sie danach fragen. Nein, es gibt noch ein anderes, der sogenannte Jaguarstein. Dee mochte ihn aber nie. Er sagte immer, da seien Engel in dem Spiegel, aber Teufel in dem Stein. Wissen Sie etwas über den Jaguarstein? Aber natürlich, junge Dame. Den sogenannten Jaguarstein hat Sir Francis Drake aus Amerika mitgebracht. Wie Sie ja schon wissen, hat er ihn zusammen mit dem berühmten Wahrsagespiegel John Dee geschenkt. Der alte Verrückte mochte den Stein aber nicht, hielt ihn für Teufelswerk. Kommen Sie mit, junge Dame. Ich zeige Ihnen den Spiegel. Oh, okay. Ich habe schon... Ach, was egal. Da ist er. John Dees berühmter Wahrsagespiegel. Ein Geschenk von Francis Drake. Wissen Sie, ob es irgendeine Verbindung zwischen diesem Spiegel und Tezcatlipoca gibt? Bitte wem? Tezlatli? Das kann ich ja noch nicht mal aussprechen. Ah, der kennt sich ja aus. Da ist jemand, der Ihnen da besser weiterhelfen kann als ich. Jetzt ist es unser archäologischer Freund, der eine neue Stelle bekommen hat. Ich glaube, okay. Sie ist aus Frankreich. Professor Moi, es ist Aubier, als ob. Was? Sie beide kennen sich wohl schon. Lol. I can't. Entschuldigen Sie mich. Das Telefon. Well? Lustige Jetzt Geschichte. Wieder. Mademoiselle, Frankreich? Ja. Ich glaube, da wohnen Sie doch auch, Professor. Ich habe ein Haus dort in einem Vorort von Paris, aber ich bin seit Monaten nicht mehr da gewesen. Ich dachte, Sie bleiben in Caramonte, um die Sonnenfinsternis zu beobachten. Tja, leider hat das Geschäft Vorrang. Eine wichtige Ladung von Kunstwerken, eine Leihgabe an das britische Museum. Aber ich gedenke rechtzeitig wieder in Caramonte zu sein. Jetzt durfte ich nur eine Sache fragen, dann hätte ich lieber das andere gefragt. Professor Aubier, Ihr Taxi ist da. Wenn Sie mich bitte entschuldigen würden, ich habe etwas Dringendes an den Docks zu erledigen. An den Docks, mhm. So ein Zufall aber auch. Können Sie mir ein paar Fragen zum Jaguarstein beantworten? Selbstverständlich, junge Dame. Wenn Sie einmal hier langkommen würden. Okay. Er ist weg. Oh. Der kleine Penner hat ihn mitgehen lassen. Ja, wer denn? Gestohlen, Fräulein. Aber keine Bange, der stille Alarm ist dann ja ausgelöst worden. Nee, da ist ein Schlüssel drin. Raus, bevor nicht unser hochspezialisiertes Sicherheitsteam hier ist. Oh, und der ist gleich schon über alle Berge. Ich glaube, die machen gerade Teepause. Bis dahin könnte der Dieb ja kilometerweit weg sein. Machen Sie sich darüber mal keine Sorgen, junge Dame. Versuchen Sie nun nicht, das Gebäude zu verlassen. Es kann einfach kein Zufall sein, dass der Stein genau zu dem Zeitpunkt verschwunden ist, als Aubier auftaucht. Genau. Ich kann hier nicht abwarten, bis das hochspezialisierte Sicherheitsteam seinen Tee geschlürft hat. Ich muss ihm nach. Ja, aber echt. Durch den Vorhang los. Entschuldigen Sie, Fräulein, die Ausstellungsstücke bitte nicht berühren. Er sieht uns doch gar nicht hier. Wir stehen doch in seinem Rücken. Was habe ich hier dran? In meiner Handtasche ist nichts Brauchbares drin, nur eine einsame Haarspange. Das ist eine Haarspange. Ja, können wir damit vielleicht irgendwas
auslösen? Dass das Telefon immer klingelt oder in den Spiegel was reinkratzen? Ach, guck mal, jetzt sieht man noch hier das Schwert. Die Vitrine ist... Noch einen Alarm auslösen vielleicht? Sowas würde George tun, ich nicht. Hey. Mobbing. Die Vitrine... Das ist ja doch nicht die richtige Art Haarspange. Sowas würde George tun. Ja, ja, ja. Ich muss ausnahmsweise nicht... Doch, ich würde gerne mit George reden. Ja, so viele Optionen haben wir hier eigentlich gar nicht, oder? Dann dürfen wir einfach in den anderen Raum. Wir verlassen ja nicht das Museum. Tut mir leid, Junge. Da. Aber Sie haben doch nicht etwa mich den Stein gestohlen. Ich war ja bei ihm. Nein, aber Sie müssen bei der Polizei Ihre Aussage machen. Sie sind eine Zeugin. Darf ich den Vorhang dann mit der Klammer vielleicht aufmachen? Nee. Ach Gott. Es war eine tolle Überraschung von George zu hören. Ich habe ihn wirklich vermisst. Aber das Leben geht weiter, schätze ich. Wir haben uns auf einen Kaffee verabredet, aber erst muss ich mit einem gewissen Professor Aubier von der mesoamerikanischen Fakultät der Universität über den Maya-Stein reden. Wenn ich die Verbindung des Steins zu den Drogenschmugglern finde, habe ich eine mega Story. Aubier ist zwar bestimmt integer, den Stein habe ich aber trotzdem bei André gelassen. Sicher ist sicher. Mann, zum Glück war ich vorsichtig. Dort und ich wurden in Aubiers Haus von irgendeinem Mittelamerikaner angegriffen. Die haben mich mit einem Betäubungspfeil ausgenockt. Als ich aufwachte, war ich in einem Lagerhaus an einen Stuhl gefesselt. Karsak, der Drogenschmuggler, der mich auf der Spur war, verhörte mich. Sein Handlanger Pablo war der Kerl, der mich in Aubiers Haus überwältigt hatte. Karsak wollte wissen, was ich mit dem Stein gemacht habe, aber ich habe ihm natürlich nichts verraten. Also beschloss er, mich über Nacht allein zu lassen. Er war sicher, dass ich am Morgen reden würde. Als ich ein Geräusch hörte, dachte ich, sie wären zurückgekommen, um mich zu töten. Umso erleichterter war ich, als ich George sah. Er war den weiten Weg aus Marseille gekommen, um mich zu retten. Allerdings waren wir noch nicht in Sicherheit. Erst ein beherzter Sprung in das Hafenbecken rettete uns vor Pablos mörderischem Eifer. Wir fanden heraus, dass die nächste Spur nach Mittelamerika führte, nach Caramonte. Das Kaff ist zwar nicht gerade eine Touristenhochburg, aber wenn man hinter die Wellblechhütten schaut, hat es durchaus seinen Charme. Allerdings will ich nicht wissen, welche dunklen Geheimnisse hier lauern. Wie es aussieht, sind wir in Caramonte City goldrichtig. Wir haben Professor Aubier mit diesem riesigen Obermotz General Crasciento gesehen. Das kann kein Zufall sein. Der General selbst ist ziemlich verschlossen und unsere Freundin Conchita im Büro der Bergbaugesellschaft vermutet, dass Aubier mit dem General unter einer Decke steckt. George hat damit einverstanden, einen Blick auf die Karte im Büro des Generals zu werfen. Ich muss ihn also ablenken. Als ich ihm sagte, ich würde ihn gerne interviewen, bestand er darauf, mich in seine Wohnung mitzunehmen. Was soll's, ich bin schon mit ganz anderen Typen fertig geworden. Ich hoffe nur, der ganze Aufwand lohnt sich. Crasciento war noch erbärmlicher, als ich erwartet hatte. Seine Mutter, die Präsidentin von Caramonte, wollte doch tatsächlich, dass ich ihn heirate. Zum Glück hat die George Gefängnisausbruch abgelenkt und ich konnte verschwinden. Wir flohen flussaufwärts, doch in der Nacht wurde unser Boot von einem Helikopter attackiert und sank. Ich weiß noch, dass ich von den Trümmern weggeschwommen bin. Das war's. Ich bin erst ein paar Tage später mit einem scheußlichen Geschmack im Mund wieder aufgewacht, nachdem George mich gezwungen hatte, einen widerlichen Wurzelsaft zu trinken, wofür ich ihm natürlich dankbar bin. Da George und ich noch zwei weitere Steine finden mussten, trennten wir uns. Der Stein, den ich suche, der Jaguarstein, wurde von einem englischen Schiffskapitän namens El Draco erbeutet. Wenn George sich noch ein paar schöne Tage in der Karibik macht, flog ich nach London. Ich weiß ja nicht warum, aber ich begann mit meiner Suche nach dem Jaguarstein im Britischen Museum. Okay. Wunderbar. Sind wir da auch wieder drauf gekommen? Ich bezweifle, dass mir diese Gackerhühner irgendwie helfen können. Wollt ihr meine Handtasche haben? Ich bezweifle. Okay. Ja. Ich will die Maske nicht. Es dürfte weniger verdächtig wirken, wenn ich mich von der leeren Vitrine fernhalte. Das hat er jetzt nicht gesehen, oder was? Okay. Ah ja, gut. Also das sollte der aber schon sehen. Der Schlüssel passt nicht in dieses Schloss. Als ob der da nicht reinpasst. Das ist ja so ein Multifunktionsschlüssel. Oh, und das passt da. Die Vitrine.
In der Vitrine liegt nichts mehr. Sowas würde George tun. Okay, ich dachte, wir müssen jetzt vielleicht was reinlegen, damit es halt keinen Alarm gibt, aber... Hallo? So, mit dem... Was ist denn das? Ein Dolch aus Obsidian. Okay. Das klappt nicht. Ja, dann schneiden wir damit mal den Vorhang kaputt. Was? Nicht? Geld oder Leben? Nee, ich zeig dem doch jetzt nicht, dass ich das Ding hab mitgehen lassen. Okay. Das ist alles so weird. Können wir eine Geisel nehmen, so ein Mädchen? Ich weiß nicht, warum ich mich hier immer so schwer tue, damit den nächsten Schritt zu finden. Vielleicht bin ich deswegen ja eine Philisterin, aber... So. Nimm eine Geisel. Ich bezweifle, dass mir... Gut, dann zeigen wir es ihm halt. Guck mal, das habe ich da hinten rausgeklaut. Schauen Sie sich das hier mal an. Was machen Sie damit? Nur ansehen. Wofür wurde es benutzt? Es handelt sich um einen Opferdolch und mir wäre viel wohler, wenn Sie ihn hinlegen würden. Ja, schon. Ich glaube nicht, dass sich der Museumswärter für eine Haarspange interessiert. Nicht Schade. Für eine so niedliche wie die hier. Okay. Halten Sie es denn nicht für merkwürdig, dass Aubier dringend zu den Docks muss? Nicht im geringsten, junge Dame. Er muss dort das Löschen einer wichtigen Ladung beaufsichtigen. Maya-Skulpturen für eine Ausstellung. Eine Leihgabe aus Mexico City. Wie heißt das Schiff? Prinzessin von Xibalba. Sie hat unten an der Tower Bridge festgemacht. Warum fragen Sie? Nur so eine Idee. Ja, so hier die Leihgaben aus Mexiko, die hätten sie auch in TKKG Teil 3. Na, hätten sich angucken können. Da hätten sie nur nach TKKG-Stadt fahren müssen. Die hatten auch die wunderbaren Masken von Hunapu und Schabalanke da. Muss man gar nicht bis ins Britische Museum fahren. Hat man auch schon in Deutschland in TKKG-Stadt. Ich habe den Stein nicht gestohlen. Ich war noch nicht mal in seiner Nähe. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt, es gibt's auf meinem Kanal. Ich kann es mal am Ende vom Video verlinken. Tja, der Aubier. Das Problem ist... Er glaubt mir jetzt safe nicht, wenn ich sage, oh, aber ist doch ein Professor. Also sage ich jetzt einfach, haha, die gackernden Mädchen. Mädchen gewesen sein. Haben Sie denn gesehen, wie einer davon die Vitrine berührt hat? Eigentlich nicht, aber die lachen doch über irgendwas. Alle Mädchen kichern, besonders Japanerinnen. Okay. Dank, Sie haben mir sehr geholfen. Hat er mir sehr geholfen? Weiß ich nicht. Wir müssen jetzt gucken, wie die irgendeine Vitrine berühren, oder? Das ist es nicht. Doch, das wäre eine echt coole Haarspange. Sowas würde George. Ich hole mir jetzt einen Tipp. Ja, habe ich schon gemacht. Ja, ziehen Schlüssel wieder ab. Okay, mein Problem ist, dass ich den Schlüssel nicht abgezogen habe. Ich habe noch überlegt, aber dann habe ich so gedacht, was soll's. Na, seht ihr, wohin es führt. Ich verschließe die Vitrine wieder und stecke den Schlüssel ein. Okay. Und jetzt? Der Schlüssel und Dolch, aber was nützt mir das? Ja, gute Frage. Wir machen einen Dolchschlüssel draus. Das bringt's nicht. Wir machen einen Haarklammer-Schlüssel raus. Und können wir dem Mädchen jetzt irgendwie den Schlüssel zustecken? Ich bezweifle, dass mir... Ich will jetzt einfach nur die Hilfe haben, damit ich hier weiterkomme. Warum können wir jetzt, wo wir den Schlüssel eingesteckt haben, warum haben wir dadurch eine neue Gesprächsoption? I don't know. Schauen Sie sich das an. Der Dieb hat diesen Schlüssel in der Vitrine liegen gelassen. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay, so macht er sogar halbwegs Sinn. Gewesen sein, stimmt's? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mit anderen Worten, der Dieb ist Professor Aubier. Nun, das sollten wir lieber die Polizei entscheiden lassen. Boah. Ich rufe sie besser gleich an. Ja, mach das mal.
Hallo? Ich weiß, dass ich mir keine Sorgen machen muss, wenn die Polizei kommt. Ja, ich bleibe dran. Aber ich muss Aubier einholen. Yes. Und zwar schnell. Als ob wir das jetzt nicht aufschneiden. Die Türen sind solide verschlossen. Gott sei Dank. Ich hebele die Tür mit dem Dolch auf. Den nehmen wir auch mit, oder? Braucht ja keiner mehr hier. Gleichzeitig auf Catch's Landing. Der Raum wurde wie das Innere eines Segelschiffes dekoriert. Und zwar ausgesprochen wirksam. Mhm. Ja, Schnieke. Laterne. Meiner, ich wollte gerade sagen. In der Hand fühle ich mich irgendwie biblisch, wie Jesus oder Florence Nightingale. Die sah aus, als hätte man sie mitnehmen können. Oh. Das Schiff sieht zu zerbrechlich aus. Das fasse ich lieber nicht an. Wann fickter Merv Fechfeen 100 und Alter. Pfund Fiepfig. Fregatte vor Fanfal Fador aufgebracht. Was für ein Schrott. Ich schätze, für eine Piratenkarriere waren nicht allzu viele akademische Grade Voraussetzung. Das Schriftstück beschreibt weiter, wie Ketch von der Ankunft englischer Schiffe Wind bekam. Es scheint, als hätte der neue Gouverneur bezüglich Ketchs Aktivitäten nicht die Ansichten seines Vorgängers geteilt. Sie wollten seinen Kopf. Segelte zu dem Ort, wo ich meinen Schatz in Sicherheit weiß. Ich kehrte zurück in der sicheren Gewissheit, dass der Gouverneur niemals entdecken wird, was ich versteckt habe. Denn steht es nicht geschrieben, dass er ein Kamel durch ein Nadelöhr gehen wird. Was? Hm. Oh! Überraschung! Da ist die. Wie hieß sie nochmal? Was zur... Wer bist du? Ich bin Emily. Ah, was Emily. Was hast du da drin gemacht, Emily? Verstecken gespielt. Und was machst du hier? Erwachsenenkram. Erwachsene? Puh. Ich werde nie erwachsen. Okay, Baby Langstrumpf. Wie heißt du? Ich heiße George. Freut mich sehr, Shorts. George. Shorts. Heilige Maria. Entscheide dich. Alter. Was kannst du mir denn über Captain Ketch erzählen? Das ist er da an der Wand auf dem Bild. Ja? Na, das ist aber interessant. Er war Kapitän auf einem ganz großen Schiff. Das hier ist sein Haus. Warum gehst du nicht mit Rio spielen? Ich darf nicht. Wieso das nicht? Weil die Tante Frost gesagt hat, ich darf nicht aus dem Haus gehen. Darum, Herr Naseweiß. Zu schade. Warum fragst du nicht deine andere Tante, ob du mit Rio spielen darfst? Tante Mina ist lala, sagt Tante Frost immer. Sie sagt auch immer, als der liebe Gott den Verstand verteilt hat, war Tante Mina gerade weg, um sich eine zweite Doppelportion Kinn abzuholen. Entschuldigung? Was hab ich da gerade gehört? Dieser Rio ist ein cleveres Kerlchen. Der hat mir geholfen, Bronson zu überlisten. Rio ist schlau. Der kann ganz weit spucken. Ich wette, du schaffst es nicht, dieses Stück Kohle jetzt eine halbe Stunde im Mund zu halten. Kann ich wohl. Könnte ich stundenlang im Mund halten. Ach wirklich? Dann komm, beweis das mal. Mag nicht. Und wenn du mich zwingen willst, sag ich das Tante Mina. Guck mal, ein alter Maya-Stein. Ist das ein Zauberstein? Naja, das weiß ich nicht. Möchtest du gern Dart spielen? Nö. Och, komm schon. Ich werfe, du fängst. Das ist aber gefährlich. Dann stecken nachher die Pfeile in mir und ich muss ganz doll bluten. Holy, er will doch nicht echt das Kind abwerfen mit einem Dartpfeil, mit einem giftigen Dartpfeil. Weißt du, wie man mit einem Theodoliten umgeht? In meiner Schule lernen wir nichts über Landvermessung. Das haben wir erst in der 5. Klasse. Was? Okay, mach's gut. Okay, jetzt habe ich ein historisches Dokument in der Hand. Und was jetzt? Jetzt verbrennen wir es. Okay, dann nicht.
Hart Steuerbord, ihr Süßwassermatrosen. Ei, ei, Captain Stobart. Sie schafft es nicht mehr, Captain. Alle Mann von Bord. Captain Frederick Ketch, 1570. Um seinen Hals hängt ein Kreuz. Vielleicht war er ja nur Teilzeitpirat. Das Bild wäre ein nettes Souvenir, aber es ist etwas zu sperrig für mein Reisegepäck. Zwei Glasen und alles ist ruhig. Piraten waren cool. Er ist so ein richtiges Kind im Herzen noch, oder? Autsch! Ich sollte es eigentlich besser wissen, einfach meine Hand dahin zu stecken. Oma Stobart hatte mal ein widerliches Erlebnis mit einer Wassertonne. Okay, vielleicht das Höschen rein? Hab ich... Ah, er hat die Schultern gezockt, okay. Wenn er jetzt einfach nur die Schultern zuckt, wenn ich da jetzt rangehe? Okay. Ein Porträt. Das Bild wäre ein nett... Ja, deswegen sollst du ja das Theodoliten-Ding daran hängen. Oh Gott, ich hasse es. Okay. Ah, die sind da an der Wand. Ich dachte, es wäre die Statue hier vorne. Es wäre einfach, sich diesen Säbel zu schnappen und ihn in meiner Tasche verschwinden zu lassen. Es aber wäre aber auch die bedauernswerteste Handlung meines gesamten Lebens. Warum? I mean, Arbeitsunfälle könnten passieren, aber gibt es da so viel, was zu verlusten wäre? Moment, das heißt nicht so. Ah, da müssen wir das die Karte so hinpacken. Aus, ich gehöre das so, also lasse ich das so. Okay, hier die Karte dahin. Okay. Muss sie da so neben uns stehen und uns zugucken? Die Karte passt genau in die Vertiefung in der Oberfläche. Was machst du, Shorts? Ich lege diese alte Landkarte auf diesen Schreibtisch. Warum machst du das, Shorts? Weil sie ganz offensichtlich dafür gedacht ist, in diese Vertiefung zu passen. Wie bist du denn da drauf gekommen, du? Ist doch offensichtlich. Gott, sie ist so nervig. Brauchen wir jetzt noch das Licht? Weil die können wir auch irgendwo hinstellen. Gleich in die Vertiefung. So. Die Laterne passt so genau in die Schale, dass das kein Zufall sein kann, sondern nur Absicht. Okay. Was machst du jetzt, Shorts? Oh. Lass das, okay? Merk dir eins, die putzige Nummer mit dem Streichelkätzchenblick zieht bei mir nicht. Ich habe die Laterne hier in die Tintenschale gestellt. Siehst du, sie passt. Warum? Weil sie so hergestellt worden ist, dass sie passt. Warum? Weil sie der gerissene alte Captain Ketch so haben wollte. Warum? Warum stellst du eigentlich all diese Fragen? Weil es mich interessiert. Warum? Weil ich die unstillbare Neugier eines Kindes habe. Warum? In Ordnung, Waffenstillstand. Immer mit den eigenen Mitteln das geschlagen. Aus, als gehöre das so. Also, wunderbar. I love it. So, was ist mit dem Federkiel? Diese Feder könnte in kitzligen Situationen vielleicht mal mein Leben retten. Was machst du? Erwachsenenkram. Glaub ich nicht. Ich borge mir nur diese Feder aus, das ist alles. Warum? Ich könnte sie vielleicht zu etwas gebrauchen. Du willst die mopsen? Das ist aber böse. Das petzig. Nein, tu das nicht. Warum nicht? Weil ich nichts mopse. Ich borge mir nur etwas aus. Das sieht so aus, als... Okay, aber was kommt in die Federhalterung jetzt rein? Hier die Feder. Okay. Ein Stück Kohle. Kann ich mit der Kohle auf der Karte malen? Eine Figur von Tetz La Picour. Tetz. Der Federkiel, den ich im Ketch-Museum gefunden habe. Tetz Pakli. Na? Mit Text kann ich's lesen. Ja. Das ist jetzt halt die Frage. Ich bin schon wieder ziemlich planlos. Das hätte so gut gepasst.
Aber der Rest jetzt? Wollen wir die Säbel oder so? Ja. George, same, actually. Actually, ich weiß ja nicht, was wir mit dem Theodoliten-Ding da machen sollen. Es läuft da auch nur hin, um die Schultern zu zucken, oder? Das sieht so aus, als... Ich muss sagen, ich bin diese Runde echt... arg planlos. Will ich sie einfach kitzeln? Bis es uns gibt? Nicht raus zum Spielen. Tante Mina hat gesagt, ich soll keinen Unfug anstellen. Aber das heißt doch nicht, dass du drinnen bleiben musst. An so einem wunderschönen Tag. Das Kreuz zeigt dann irgendwas hier. Ach Quatsch, woher willst du das wissen? Ich habe es ja schon eben bemerkt, das Kreuz, aber... Ich kann die ganze Welt aus meinem Fenster sehen. Tja, also, wie gesagt, ich habe noch zu tun. Dieses Kreuz, das du da umhast, Emily. Das ist mein Jesus-Glückskreuz. Genau so eins hat er auch Captain Ketch um. Ja, stimmt, auf dem Bild hat man es gesehen. Gegen was würdest du das Kreuz eintauschen, Emily? Ein kleines Hündchen. Tja, sieht nicht so aus, als hätte ich gerade junge Hunde in meiner Tasche. Fällt dir noch was anderes ein zum Tauschen? Weiß nicht. Wenn du mit Rio spielen darfst? Wir kitzeln sie einfach. Das interessiert sie überhaupt nicht. Wetten? So ein Höschen hier? Das interessiert sie. Okay. Eine coole runde Scheibe. Eine Sonnenfinsternis. Ein Stück Kohle. Das interessiert. Ein Meierstein. Das interessiert. Ein Dartpfeil. Das interessiert. Eine Figur von Tetz der Pikur. Tetz. Das interessiert. Tetz. Okay. Gut. Wir fragen mal. Ich wollte nur mal nachgucken, bevor ich jetzt hier rausgehe und wieder planlos rumlaufe und dann nicht weiterkomme. Jetzt weiß ich wenigstens, dass es sich lohnt, hier rauszugehen. Wir fragen Rio wahrscheinlich am besten sogar, ne? Rio könnte das gut wissen. Ich dachte erst die Tanten, aber da die hier nicht rumstehen.